Mein Name ist Thomas Köhler, ich komme aus Dresden von der Technischen Universität und bin dort als Professor für Bildungstechnologie tätig. Gleichzeitig bin ich hier im Rahmen der Tagung der aktuelle Sprecher des Vorstandes der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V. Ich finde die Tagung sehr interessant, weil es ja eine Mischung ist aus zwei Konferenzen oder ein Zusammengehen aus zwei Konferenzen und das Themenspektrum Interdisziplinarität auch tatsächlich dadurch gut adressiert wird durch die eher pädagogisch und die eher informatisch ausgerichteten Teilnehmer. Dann kommt noch der schöne Standort dazu, hier in München an der LMU mit didaktischen Objekten. Das finde ich sehr reizvoll. Ja, die gestrige Keynote fand ich sehr interessant, weil dort das Paradigma der Kooperation betont wurde und auch die Co-Kreation von Wissen, das fand ich ausgesprochen anregend. Und aber auch andere Vorträge jetzt im Einzelfall, ohne dass ich das einen besonders hervorheben würde. Es gibt eine Abendveranstaltung, die ich mir anschaue. Und am Nachmittag habe ich noch ein bisschen was zu tun als Vorstand mit der Vorbereitung und Nachbereitung der Aktivitäten, die die Fachgesellschaft auch ausmachen. Also nicht bloß Vorträge, sondern eben auch Vereinsgeschäft. Das steht ja auch an.